Wie aufgezogen, Grzegorz Procza. Schon im Ring kann es kaum erwarten. Er gilt als ständiger Marschierer, als Offensivboxer. Und Sebastian Sylwester will versuchen, gegen den rechtsauslegenden Polen, dessen Führhand die rechte und Schlaghand die linke ist, diesem Druck standzuhalten in den ersten Runden und dann nach hinten raus versuchen, selber Initiative zu entwickeln. Die Niederlage als Schule fürs Boxen, als Lebensschule, so hat er es auch seiner kleinen Tochter erklärt. Nach dem Verlust des Weltmeistertitels hier in Neubrandenburg gegen den Australier Gill. Er will noch einmal zurückkommen mit 31 Jahren an der Leistungsgrenze und Altersgrenze in dieser Gewichtsklasse. Aber natürlich hat er das noch drauf. Er hat den Heimvorteil hier in seinem, wie sagt man, Wohnzimmer Jahn-Sportforum. Zum 7. Mal tritt er hier in Neubrandenburg an. Der Mann aus Mecklenburg-Vorpommern, der unweit von hier in Greifswald geboren worden ist und dort auch noch lebt. Angedeutete Wechsel der Auslage durch den Polen, aber dann sofort wieder auf rechts umgestellt. Sebastian Sylwester schaut sich das Ganze erstmal an. Der Titel ist vakant. Es gibt also nicht den Nachteil für einen der Herausforderer, dass er mehr machen muss, so wie man das allgemein erwartet beim Boxen, wenn man gegen einen Titelträger antritt. Hier wird gewertet, was die jeweiligen Herrschaften im Ring anzubieten haben. Und Sylwester muss versuchen, seine kleinen Reichweitenvorteile, er ist ein bisschen größer als der Pole und hat die längeren Arme, hier auch distanzmäßig auszunutzen. Zweimal der Versuch, mit dem Kopfhaken zum Erfolg zu kommen durch Sebastian Sylwester. Der Pole mit einem vielseitigen Repertoire, unfassbar selbstsicher. Sie haben selbst gesehen, wie er hier in den Ring kam, eingeritten wie in die Disco. Als wenn er der schönste Junge im ganzen Laden wäre. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht. Hat diesen verschmitzten Ausdruck im Gesicht, mit dem er versucht, auch Sebastian Sylwester zu provozieren, hier schon sozusagen stillen Trash-Talk hier zu betreiben im Ring. Mehr Aktivität bei Grzegorz Procza und deswegen wird sicherlich auch Arthur Abraham, der Ex-Weltmeister im Mittelgewicht, diese Runde bei ihm gesehen. Wenn du geschlagen hast, wichtig, man knickt nach unten, steh stabil nach dem Schlag. Ja. Und nimm die rechte unten rein zum Körper, Asgard. Und ohne Auftrag, du willst ihn wieder hart schlagen. Mit schnellen Händen arbeiten. Und immer wieder laufen lassen. Setz ihn dabei selber unter Druck. Geh nicht aus dem Rückwärtsgang. Ja. Und wenn er schlägt, bist du schön stabil oben in die Deckung und bewegst dich aber im Oberkörper. Nicht so steif, nur alles blocken wollen. Ja. Tief durchatmen. Und immer wieder die rechte unten rein zum Körper als gerade lockere Hand. Schnelle lockere Hand unten. Erst oben sehr bewegen und dann ganz oben nachgehen, wenn du unten getroffen hast. Klar? In der Verteidigung fast ein wenig amerikanisch der Stil von Procza. Das hat Carsten Röwer in der Ringpause jetzt noch mal angesprochen. Diese Beweglichkeit im Oberkörper. Er pendelt viel weg, hat ein sehr, sehr gutes Auge. Und er ist vielseitig in seinem Schlagrepertoire. Sebastian Sylwester ist gut beraten, die Fäuste hochzunehmen. Sie haben damit kalkuliert, dass sie hier an den ersten Runden möglicherweise punktemäßig ins Hintertreffen geraten könnten. Sylwester darf sich allerdings nicht an den Ringseilen stellen lassen, muss versuchen, die Distanz wiederherzustellen. Schon ein Cut offensichtlich bei Sebastian Sylwester über dem rechten Auge. Meinen wir das gesehen zu haben, schauen wir uns in der Ringpause dann genauer an. 25 Kämpfe, 25 Siege, 18 K.O. von Procza.
Diese Bilanz, auch wenn sie gegen schwächere Leute zustande gekommen ist, spricht schon eine ziemlich warnende Sprache, muss man sagen. Allerdings hat Proscha ein solches Kaliber wie Silvester auch bisher noch nicht in seinem Rekord. Aufreizend lässig versucht der Pole seiner großen Klappe, das dürfen wir glaube ich wohl so sagen, Taten folgen zu lassen. Und damit ist man beim Boxen dann auch gut beraten. Nirgendwo sonst wird einem dann im Ring so viel abverlangt. Vor allem dann, wenn man die Gegner im Vorfeld so provoziert hat, wie das der Pole getan hat. Silvester blutend, noch ohne eigene klare Aktion. Proksha bisher deutlich der bessere Mann. Auf jeden Fall ein Aktivitätsbonus für Grzegorz Procza nach diesen ersten knapp zwei Runden. Silvester hat Probleme, sich auf diesen ständig marschierenden offensiven Mann einzustellen, mit der Rechtsauslage zurechtzukommen. Und ist im Moment einfach nicht schnell genug für den Pol. Volltreffer mit der Linken. Die Schlaghand gut ins Ziel gebracht und hier gleich noch ein zweites Mal. Marco Huck und Uli Wegner zusammen mit seiner Frau als aufmerksame Beobachter. Am Anfang war es gut, weißt du, und dann aber eine. Da hast du ihn zu sehr wieder nach hinten rausgesprungen. Weißt du? Du bist nach hinten rausgesprungen. Du bist nach hinten rausgesprungen. Jetzt, wie es zum Schluss gemacht hat, setz ihn selber unter Druck und geh immer wieder unten rein. Ziemlich tiefer Cut hier bei Sebastian Silvester von Julius Bagnoli, dem römischen Cutman im Sauerlandstall, gestillt. Mal sehen, wie sehr das hält. Das sieht ziemlich tief aus. Und Carsten Röber hat natürlich gesehen, dass sein Mann Schwierigkeiten hat hier. Robin Delpierre dazwischen, der Franzose. Weil es da mit den Köpfen zu sehr zur Sache. Proksha behält seine offensive Linie bei. Das sieht gut aus, das sieht leicht aus, das sieht locker aus. Silvester muss versuchen, seine Distanzvorteile jetzt hier in die Waagschale zu werfen. Er muss sich den Polen im wahrsten Sinne des Wortes vom Leibe halten. Und das kann er nur, wenn er seine lange linke Führhand dann auch systematisch herausstößt. Und das lässt er in dieser Phase des Kampfes zumindest bisher vermissen. Die Schulter reindrehen, bemängelt Robin Delpierre. Auch in dieser dritten Runde kommt bisher nicht viel von Sebastian Silvester, der Probleme hat. Der Cut ist tief, es läuft ihm Blut ins Auge. Das behindert natürlich die Sicht hier.
Probleme gelegentlich bei der Fußstellung. Er muss versuchen, immer außen zu stehen mit seinem linken Fuß. Sebastian Silvester gegen den Rechtsausleger. Sie stehen sich ja da direkt gegenüber. Und er muss sich weit links stellen, um den Weg für den Rechtsausleger, für dessen linke Schlaghand lang zu machen. Nach links eindrehen, weiter wegstehen vom Brockscher. Mal sehen, ob ihm das Lachen noch vergeht. Nein, er kontert. Er hat es bisher, das müssen wir neidlos anerkennen, wirklich drauf. Blut überströmt das Gesicht von Sebastian Silvester. Brockscher mit tief hängender rechter Fürhand. Versucht, seine Gegner zu locken, ihn ein bisschen zu ziehen. Und ist dann überfallartig da. Hier die linke klar zum Kopf von Silvester nochmal nachgesetzt. Und hier mal ein guter Treffer von Silvester, aber insgesamt zu wenig, auch in dieser dritten Runde. Und er lachte nur. Wir schauen uns noch mal die Fußarbeit an. Da sehen wir es da. Da gibt es mal ein Problem. Da tritt er drauf. Er muss versuchen, den Fuß außen zu haben. Wenn der Pole seinen da drüber hat, dann ist es schwer für Silvester. Sollen wir probieren, Digga? Was los? Er sieht nichts mehr, sagt er. Weil so ein Blut alle reinläuft, weißt du? Da musst du entscheiden. Robin. Alle drei Runden bisher.